Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer Norris heißt euch herzlich willkommen an diesen, ja doch richtig schönen Tag heute Morgen zur Tradecard und Sticker Wochenvorschau. Ich glaube Nummer 4 oder 5 in diesem Jahr, ich glaube 5 ist es ja. Und wir haben richtig was zu tun, denn erst einmal Gewinnspiel. Diese Woche kommt auf alle Fälle die Gewinnspielankündigung für mein Memorial-Gewinnspiel für meinen verstorbenen Vater. Das wird am 7. März durchgeführt. Aber Einsendeschluss müsst ihr dann, also bis zum 7. März müsst ihr euch dann anmelden. Das Video wird irgendwann diese Woche kommen. Ich denke mal so zum Wochenende hin werde ich es hochladen. Ihr habt dann also genug Zeit, euch zu registrieren. Ihr müsst natürlich zum einen Abonnent meines Kanals sein, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Zum zweiten müsst ihr euch in dem Video, wo dieses Gewinnspiel die Ankündigung dann ist, registrieren. Das geht eigentlich ziemlich simpel. Ihr gebt einfach nur einen Kommentar ein und schon seid ihr dabei. Was für einen Kommentar ihr eingeben müsst, das überlege ich mir noch. Irgendwas Einfaches, Vater ist der Beste oder Vatertag, aber das werdet ihr dann alles sehen. Nun aber zur ganz normalen Wahnsinnskiste, nämlich dem Tradecard und Sticker Wochenshow-Programm. Und es geht los mit Tradecards. Und zwar, Dienstag ist der internationale Fußballdienstag. Da unboxen wir, ich lege die mal hier so hin, 6 Tradecard Booster der FIFA 365-Reihe. Auch verschiedene Covers finde ich auch immer ganz geil. Da gibt sich Panini eigentlich immer relativ viel Mühe. Und die Karten, ihr wisst es, aus der 16er Saison, 17er Saison sind einfach Affentitten geil. Entschuldigung für dieses Wort, aber es ist so. Am Mittwoch haben wir dann Star Wars. Ja, letzte Woche hatten wir ja die Klonkrieger als, mal nicht von Panini oder Tops, sondern Angriff der Klonkrieger, das Starter-Set. Da habe ich auch Booster zu, einen ganzen Display mit 36 Boostern. Das heißt, jetzt kommt mal wieder was anderes, das heißt Tops. Und zwar, ja, wir haben hier einmal Sticker, wir haben Tradecards. Wir nehmen die Tradecards. Und zwar Clone Wars Serie 3. Die große Tinbox, richtig genial. Was auch schön ist bei Tops hier, was Tops sehr geil macht, dass hier unterschiedliche Karten jeweils in den Boxen drin sind. Ich habe mir ein paar geholt davon. Ich glaube, ich habe noch ein oder zwei unten im Keller, ich weiß es gar nicht mehr. Und im Endeffekt sind 30 Karten drin mit limitierter Auflage, Spielregeln. Aber es sind immer unterschiedliche Karten drin. Und darum macht das natürlich Sinn zu sagen, ich kaufe mir die Boxen statt die Booster. Warum nicht? Sehen cooler aus, ganz klar. Und haben natürlich auch Karten drin. Und das wird sicherlich dementsprechend richtig cool werden. Dann hatte ich zuletzt ja am Donnerstag, ja, wie soll ich sagen, die neue Takeover-Reihe vorgestellt. Aber gleichzeitig hatten wir auch die Icons, da habe ich auch mehrere Updates von gemacht. Und diesmal haben wir hier eine Menge Matzen, Patzen, Stickertüten. 2, 4, 6, 8, ich glaube 10 Stickertüten von der Icons-Reihe. Geht also auch dort richtig, richtig rund. Obwohl es jetzt kein Fußball ist, trotz allem. Also die Serie, da kommen wir richtig gut voran. Da habe ich auch noch vom Kumpel wieder ein paar Karten bekommen. Also da werde ich hier und da immer mal wieder Updates auch einstreuen, wenn das möglich ist, wenn ich die Karten noch nicht habe. Natürlich, das weiß ich vorher nicht, er schenkt sie mir ja in dem Sinne. Ja, und dann haben wir, also nicht diese Karten, sondern die gebrauchten, die ich in den Updates mache, den Freitag, Bundesliga-Freitag. Und da gehen wir mal wieder an die aktuelle Serie und zwar mit limitierter Karte. 3 Booster, 2 aber davon sind diese großen 10er, Klopper und ein 5er. Und diese 5er waren, glaube ich, immer mit limitierter Karte. Das heißt, da müsste definitiv eine limitierte Karte mit dabei sein. Ich habe keine Ahnung welche. Ich hoffe irgendwie eine coole. Aber das werden wir dann sehen. Wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Und von daher lasst uns dann einfach mal schauen. Am Wochenende ist dann wieder ein bisschen Kuddelmuddelzeit. Und da nehmen wir uns wieder die Herr der Ringe vor. Ich habe ja gesagt, ich habe 2 Starterboxen. Eine hatte ich geöffnet. Booster hatte ich auch schon geöffnet. Booster habe ich auch noch da. Die kommen dann darauf wieder dran. Aber jetzt haben wir hier erstmal noch. Ich lege es mal hier unten rein. Dann könnt ihr die besser sehen. 63 Karten, die Gefährten, Herr der Ringe, und zwar ist das die Aragorn Starterbox. Letztes Mal hatten wir die mit Gandalf, glaube ich, den Zauberer, und das ist mit Aragorn. Also diese richtig geile Filmtrilogie, wo es ja mittlerweile auch von den Hobbit, die 3 Verfilmungen, glaube ich, schon, sind glaube ich alle 3 durch, ne? Ich glaube, Schlacht der 5 Heere war der 3. Film. Von daher, richtig coole Karten aus dem Film, freut euch drauf, euer Norris. Freut sich jedenfalls tierisch. Und den Sonntag haben wir auch noch. Und da sind wir ja gerade bei Chaotic. Und zwar die Fortsetzung von Dawn of Perim, Senate of the Hive. Und da haben wir wieder 6 Booster A9 Karten. Das heißt, wir haben hier, was sind das denn? 6x9, 54 Karten am Start. Also ihr seht, auch hier ist wieder das Wochenende oder die Woche ist vollgepackt mit vielen, vielen Unboxings und richtig vielen coolen Karten. Ich freue mich jedenfalls tierisch drauf und ich hoffe, ihr auch. Dann wünsche ich euch einen richtig geilen Start in die Woche.
Genießt, wenn vorhanden, die Sonne, weil es kommt ja endlich mal ein bisschen mehr. Es bleibt länger, wie soll ich sagen, länger wach, sage ich schon. Es bleibt länger hell draußen. Also wirklich, genießt die Sonne. Und noch einmal, auch wenn ihr Probleme hattet mit der aktuellen Tops-Edition, was die Champions League-Sticker und Trade-Cards betrifft zum Beispiel, oder die Anordnung bei den Force-Attacks-Karten, beziehungsweise bei der letzten Roach One, richtig geile Karten, scheiß Anordnung, Mappe reicht eigentlich nicht aus, weil man die nicht Rücken an Rücken sortieren kann, schreibt Tops. Sagt denen die Punkte, die euch nicht schmecken, und vielleicht ändern sie dann wirklich mal was. Das war's für heute. Euer No Orange sagt ciao, tschüss und goodbye.